Weiter geht es mit Sammlerstücken von Red Dead Redemption 2 und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr alle 10 Felsschnitzereien im Spiel finden könnt. Die Felsschnitzereien zählen zur Nebenquest Geologie für Anfänger und diese müsst ihr für die 100% im Spiel abschließen. Um die Nebenquest zu starten, begebt euch einfach zu diesem Fragezeichen auf der Karte und rede mit dem Typen, den ihr da finden könnt. Nach einer kurzen Cutscene bekommt ihr dann oben links diese Bestätigung, okay, ihr könnt die 10 Felsschnitzereien finden. Und wenn ihr das Protokoll öffnet, dann könnt ihr sehen, was ihr für den Abschluss der Nebenmission alles machen müsst. Als erstes müsst ihr die 10 Felsschnitzereien finden, dann müsst ihr die Koordinaten davon dem Typen per Post senden und am Ende müsst ihr euch nur noch die Belohnung davon abholen. So, jetzt müsst ihr aber erst einmal alle 10 Felsschnitzereien finden. Oben rechts könnt ihr sehen, bei welcher Felsschnitzerei ich mich gerade im Video befinde. Und wenn ihr dann eine Felsschnitzerei gefunden habt, stellt euch davor hin, wie ich, und drückt Dreieck oder Y. Damit untersucht ihr dann die Felsschnitzerei und die zählt dann quasi als aufgesammelt. Als Bestätigung bekommt ihr dann oben links auch dieses Okay, ihr habt jetzt 1, 2, 3 etc. von 10 aufgesammelt. Ansonsten denke ich, dass dieses Suchen jetzt selbsterklärend ist. Ich hoffe, ich habe das eindeutig und euch so leicht wie möglich gezeigt. Ich melde mich dann am Ende nochmal wieder.
So, wenn ihr jetzt alle 10 Felsschnitzereien gefunden habt, müsst ihr den nächsten Teil der Quest erledigen. Und zwar müsst ihr die Koordinaten per Post senden. Geht dafür einfach zu irgendeiner beliebigen Postmeisterei. Ich bin jetzt hier gleich bei Strawberry. Geht rein und gebt alle 10 Koordinaten ab. Als Bestätigung bekommt ihr oben links die Nachricht, dass ihr euch nach 24 Stunden die Belohnung abholen könnt. Ihr müsst also ein bisschen warten, bis ihr die Quest weitermachen könnt. Oder ihr legt euch zwei, dreimal schlafen hintereinander.
Wenn dann die Ingame 24 Stunden vergangen sind, begebt euch wieder zu irgendeiner beliebigen Postmeisterei und holt eure Post ab. Unter anderem ist dabei der Brief bzw. die Einladung von Francis. Öffnet eure Tasche und schaut euch die Einladung an, die ihr gerade erst bei der Post abgeholt habt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann taucht dieses FS auf der Karte auf. Ihr könnt hinreiten und die Quest abschließen. Falls euch jetzt noch die anderen Sammlergegenstände, 100% oder Erfolge und Trophäen von Red Dead Redemption 2 interessieren, könnt ihr gerne noch meine anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.